Ich hab dran gedacht und die Mod No Despawn einfach testweise mal wieder deaktiviert. Noch ist Stau, aber mal schauen, wie sich das jetzt eben fügen wird, denn die ersten rutschen schon nach, denn die werden wieder zurückgesetzt, aber jetzt dann doch erst einmal hallo allerseits und willkommen zurück bei City Skylines. Das war eine meiner ersten Mods, die ich hier installiert habe. No Despawn finde ich an sich immer noch gut, aber ich habe eben das Gefühl, dass eben durch die Industrie, sei es eben ein Güterbahnhof oder generell ein Industriegebäude, der Stau willkürlich entsteht. Heißt, wir haben es ja gesehen, zuletzt war es eben hier der Fall, dass sich die Wagen hier gestaut haben, weil wir hier unsere Güterbahnhöfe haben, zwei in dem Fall, und hier hinten war dann eben gar nichts mehr los. Wir schauen einfach mal, wie sich das Ganze so verhält. Auf jeden Fall rutscht das hier nach und mal schauen, wie gut das, was ich hier so aufgebaut habe, was wir uns aufgebaut haben, denn letztendlich wirklich ist, wenn wir gar keine Mods hätten. Es sollte an sich einfacher sein mit dem Stau. Mal schauen eben, wie gut das jetzt endlich wirklich ist, wie das eben mit diesem Verkehr hier zurechtkommt. Die Straße ist auf jeden Fall auch da, die wird auch fleißig genutzt, wenn auch nicht ganz von der Spur, die ich eigentlich angedacht habe, aber da ist ja auch noch eine Ampel. Und die Industrie, da ist schon welche und die brauchen natürlich noch Strom. Was jetzt allerdings blöd ist, die sind ziemlich weit auseinander. Was ist das? Also ich werde jetzt hier kein Kraftwerk hinbauen, wie wir es hier hatten, und das Ganze dann eben über das eine Solarkraftwerk laufen lassen. Ich werde einfach mal fix hier eine Stromleitung rüberziehen. Irgendwann werden wir die auch wieder abreißen, aber jetzt für den Moment nutzen wir die einfach mal so, dann geht es von da. Na komm, du auch noch. Hast du ein Glück, dass du gerade da recht günstig stehst, um das hier einfach zu verbinden. Dann leiten wir den Strom einfach mal so rüber und schauen, wie sich das hier mit der Erzindustrie so handhaben lässt. Dann haben wir auch nicht diese komische Anbindung zur Autobahn. Habe ich ja noch gegen Ende der letzten Folge geändert. Da ging ja diese Straße direkt an die Autobahn und so haben wir es wieder mit den Auf- und Abfahrten. Sieht ja auch an sich besser aus. So. Einwohner und Geld steigt weiterhin und hier ist kein Stau, hier fahren bloß viele auf und ab. Aber na, was heißt viel? Es ist was los, es sieht aus wie ein gediegener Ameisenhaufen. Wobei man sagen würde, der richtige Ameisenhaufen oder eben das Zentrum davon, das wäre ja an sich hier. Nicht ganz, ah doch, das meine ich auch, aber hier hinten nochmal, obwohl, hier, ja. Hier ist auf jeden Fall was los. Woanders ist ja eher stehender Verkehr. Ja gut. Industrie wird gerade gar nicht gebraucht, weil wir hier eben was haben. Und Wohnungen an sich schon. Die Nachfrage ist noch vorhanden, aber warum ziehen die hier noch nicht ein? Gut, die sind hier hinten auch noch nicht eingezogen. Das dauert womöglich einfach so seine Zeit. Hier sind noch drei Felder frei. Was macht der Verkehr schon? Die Autobahn ist immer noch so verdammt voll, aber es steht nicht unbedingt. Ja, hier noch, aber der Verkehr rutscht nach und nach nach. Wir schauen einfach mal, wie das so wird. Also wir haben in der letzten Folge angefangen, hier die Industrie hinzusetzen und da eben mit Dienstleistung zuzupappen. Und das werden wir hier oben jetzt auch noch machen. Müllabfuhr haben die da, das versorgt das Ding soweit, aber eben nicht hier oben. Die will ich auf keinen Fall verbinden, das soll auf jeden Fall getrennt bleiben. Am Ende fahren die ja wirklich mit ihren LKWs durch dieses Gebiet. Aber an sich brauchen wir schon was hier hinten. Ich habe mir gedacht, wir setzen vielleicht hier hinten noch einen Flughafen hin. Nicht unbedingt hier hin, wenn dann eher da hinten hin. Aber wie binden wir das Ganze an? Autobahn wäre an sich da, wäre auch kein wirkliches Problem. Müssten wir auch nicht unbedingt von hier mit hier verbinden. Da reicht es einfach, wenn wir hier einen Flughafen hinsetzen. Das werde ich erstmal machen, denn gewissermaßen ist das ja auch eine Versorgung von diesem Stück hier. Obwohl. Nee, ich mache doch erst das andere. Also in dem Fall einfach hier die Müllversorgung und Co. Habe ich mich mal wieder ganz spontan entschieden. Aber wie machen wir das? Also wenn ich eine Müll... Ah, Recycling Center, genau. Wir könnten ja hier unten ein Recycling Center hinsetzen. Das wäre ja an sich am Fuße des Berges. Nee, noch nicht ganz. Der Fuß wäre hier unten. Also an sich wäre das wieder machbar. Also setze ich mal so eine Straße hin. Das war ja im rechten Winkel. Sprich, wenn ich die Straße so haben möchte, muss ich die so hinsetzen.
Das war auch das Recycling Center, genau. Aber das Gefälle ist zu steil hier. Will er nicht bauen, okay. Dann nochmal hier unten. Probieren wir es einfach mal. Aber der Weg könnte dann wieder etwas zu weit sein. Gefälle ist immer noch zu steil. Könnten wir hier dann eine Müllverbrennungsanlage hinsetzen? Ja, das würde passen. Aber das Ding ist an sich einfach zu groß, als dass es eben die Schräge da ausgleichen könnte, wie es scheint. Wir könnten die Müllverbrennungsanlage hier auch noch wegmachen und einfach ein Recycling Center platzieren. Gebäude muss neben einer Straße platziert sein. Dann werden wir das mal schauen. Habe ich die Müllwagen nicht auch mal geändert, weil das ist ja ein grüner. Ja. Mercedes-Müllwagen war das doch, oder? Da ist sogar ein gelber Müllwagen. Oh, wie der sich hier eingebunden hat. Haben die das richtig abgesenkt? Aber gut. Ja, gelbe, weiße, grüne Müllwagen fahren da raus. Dann könnte das Ding ja an sich eigentlich weg. Ich mach's mal vorübergehend, also hier Pause. Weg damit und jetzt Einbahnstraße. Muss ich jetzt so hinsetzen, wenn ich das wirklich parallel zu der eigentlichen Straße haben möchte? Gefälle ist zu steil. Nee, will er nicht. Na gut, dann setzen wir da wieder die Müllverbrennungsanlage hin, so wie es an sich schon gedacht war. Dann eben nicht. Sieht wieder genauso aus wie vorher. Aber das Problem, dass hier oben der Müll nicht abgeholt wird, der besteht weiterhin. Wir müssten hier wirklich eine Müllverbrennungsanlage hinsetzen. Wir sehen da den Radius, wie das ganze Ding Dreck produzieren würde. Was wäre, wenn wir es hier unten hinsetzen? Wäre dann soweit alles... Ja, hier noch nicht ganz. Ach, schade. Wenn wir es hier hinsetzen, wäre an sich alles in Ordnung, aber ich würde es... Das ist gerade blöd mit der Straße hier. Dann reiße ich die einfach weg. Dann bekommen die aber keine Bäume. Aber hier eine Abfahrt. Bitte aber mit Kurve. Aber hier darf ich die Kurve nicht zu stark machen. Warum? Weil ich dann eben das Gebäude nicht daneben platzieren kann. Deswegen lasse ich das jetzt einfach mal so auswachsen hier. Sieht wieder interessant aus, aber ich will einfach nicht zu nah hier mit dem Müll an den Anwohnern sein. Ich setz mal dahin. Würde soweit alles grün sein, sofern das Ding wirklich Strom hat. Also wir lassen es einfach mal so stehen. Ich will es, wie gesagt, nicht hier irgendwo mittendrin haben, wo das wieder alles verkeimen würde. Nee, das will ich nicht. Einen Friedhof brauchen wir natürlich noch. Und wo wollen wir den platzieren? Hier hätte ich gedacht, aber das ist Gefälle wieder zu steil. Und die Kurve, die ist zu stark für das Ding. Krematorium könnten wir an sich überall hinbauen. Da wohnen an sich ganz viele. Da will ich nicht unbedingt ein Krematorium hinhaben. Dann eher hierhin beim Gewerbe. Zum Beispiel da an die Ecke. Hätten wir das schon mal. Wie ist eigentlich die Anbindung so? Ja, gar nicht so krass. Also hier unten, die haben nichts davon, wie wir es sehen. Die müssten ihre Toten einfach selbst rüber transportieren. Ein Krematorium wäre eigentlich noch hier vonnöten. Wie viele Wohnungen sind da? Natürlich wieder die Gewerbe, das passt dann soweit. Dann kommt da noch ein Krematorium hin. Dann wird das an sich auch wieder ganz gut abgedeckt. Aber ein Friedhof will ich hier hinten in dem ruhigen Action sowieso haben. Also setzen wir den... Da sollen Häuser hin, dann kann ich das da hinsetzen. Dann reiße ich nicht so viele Häuser, zumindest ausgewiesene Plätze dafür weg. Jetzt brauchen wir natürlich noch eine Feuerwehr. Natürlich keine große, sondern eben eine kleine, die eben nicht so auffällt. Hier hinten müssten wir eigentlich anfangen, damit das noch abgedeckt wird. Ja, hier hinten ist wieder schwierig, weil wir hier keine Zwischenstraße haben. Aber hier war ja keine möglich, wegen, ja genau, wegen dem Gefälle hier. Dann müssen wir das ohne lösen. Deswegen packe ich einfach mal eine hier mitten in die Mitte. Und ist ja auch nicht weiter schlimm, wenn wir die jetzt einfach hier hinten weiter platzieren. Hier ist nicht ganz abgedeckt, aber das passt meines Erachtens noch. Jetzt haben wir da eine, weil die natürlich noch keinen Strom hat.
Doch, zeigt es mir soweit die Anbindung an. Dann kommt hier eine hin. Die sollen sich natürlich nicht beklagen. Weil zu hohe Brandgefahr. Es sind zwar ganz schön viele Feuerwehren, aber das wird eben vielleicht zu unser Luxusviertel. Namen habe ich dafür auch noch nicht. Also, wenn mir nichts einfallen sollte, bis in den nächsten, ich sage jetzt einfach mal grob 8 Folgen, weil ich ja eben etwas im Voraus aufnehme, könnt ihr gerne einen Vorschlag in den Kommentaren da lassen, wie wir dieses ruhige, vielleicht eben sehr moderne, aber eben sehr schön gelegene Fleckchen nennen können. Polizei gehört natürlich auch hin. Da haben wir soweit schon angebunden. Ich schaue immer mit der grünen Verfärbung der Straße, wie ich das in etwa hinsetzen werde. Hier, das wäre eben nichts, weil Gefälle zu steil. Dann aber so. Was würde das alles abdecken? Ja, gar nicht so viel. Dann werde ich hier noch eine hinsetzen. Wenn wir jetzt da eine haben, dann reicht das bis hier hinter. Setzen wir nicht in die Kreuzung, weil hier waren meines Erachtens genau Hardcore-Nachbarn. Hier kommt auf jeden Fall was hin und da unten an die Ecke. Es sind zwar wieder recht viele recht beieinander, aber das liegt letztendlich daran, dass wir einfach so unpraktische Straßen haben, weil hier ist ja was ganz was anderes, da ist die Abdeckung einfach viel einfacher zu gestalten als eben hier hinten. An sich würde in dieser Ecke noch was fehlen. Ja komm, setzen wir noch eine hin, wenn hier nicht, oder wir setzen hier noch eine Straße dazwischen. Warum nicht? Spontan entschieden, hier kommt noch eine Straße hin. Dann dürfte sich das hier auch einfacher gestalten. Genau, jetzt wären hier unten, na, hier wäre noch etwas Bedarf. Ja, setze ich da noch eine hin, dann hätten wir das soweit auch abgedeckt, dann passt das soweit. Also Krankenversorgung haben wir noch nicht, außer eben Krematorium. Aber Feuerwehr, Polizei ist schon gegeben, Busse und Bildung auch noch nicht. Da haben wir jetzt noch etwas zu tun. Dann kommt eine Arztpraxis. Dahin, ja, 3, 4 Gebäude recht nah beieinander. Aber das muss hier unten an der Ecke einfach sein. Noch alles grün da unten, aber jetzt wird es da schon wieder ungrüner. Also hier geht das soweit noch, finde ich. Dann setze ich da noch eine Arztpraxis hin. Unser Geld geht auch ordentlich in die Knie, aber wir bauen ja aktuell gar nicht mal so wenig. Und deswegen geht das Geld einfach etwas in die Knie. Aber schaut mal, knapp 13 Millionen noch und das ist ja mehr als genug. Das werden wir an sich nie und nimmer ausgeben können. Wobei ich anmerken muss, Terraforming, was ich eben noch vorhabe mit unserem See im Stadtwald, das kostet Geld. Aber nicht so viel, als dass wir eben 10 Millionen verlieren würden. Ja, also mit den Arztpraxen, das ist einfacher als mit der Polizei, erscheint es mir. Weil an sich haben wir jetzt alles abgedeckt, was abgedeckt werden muss. Hier eigentlich nicht. Ja, ist eben wieder mal die Krux hier. Aber wir könnten an sich hier eine Straße versuchen reinzuhauen. Geht das? Ja. Dann wäre das hier auch wieder mal deutlich entspannter. Da nicht, aber naja, muss man eben gewissermaßen Kompromiss machen. Aber ich werde hier trotzdem noch was durchziehen. So. Ja komm, die müssen dann einfach selbst hinfahren. So, Krankenversorgung haben wir, Krematorium genauso nicht. Ach so, weil die jetzt noch keinen Strom haben, oder? Das wäre eins, aber das ist jetzt eben schwarz. Jetzt, wo die wirklich Strommangel haben, werden diese Grünstraßen gar nicht mehr angezeigt. Okay. Aber wann zieht denn hier endlich mal jemand ein? Also wir haben ja schon ein gewisses Netz. Hier müssten bloß dazwischen noch welche hinziehen. Wir könnten das natürlich schon mit Parks vordefinieren. Also dass wir zum Beispiel hier in einer Park hinsetzen, dann wird das Ganze bis hier hingehen. Dann hier vielleicht einen großen hin. Dann hätten wir hier vielleicht bald eine Anbindung. Und dann hätten wir schon eine gewissermaßen Vernetzung. Und dann reicht schon eine Stromverbindung hier rüber. Und dann wäre das hier alles in Betrieb. Aber erstmal die Schulen werde ich noch machen. Und zwar,
Die kann ich ja auch an sich wieder mit Bussen versorgen, also die Anbindung dafür schaffen. Das wäre nicht das Problem. Grundschule hat einen kleineren Radius als eine Oberschule. Das wissen wir ja schon. Jetzt schaue ich mal nicht, ob wo welche Nachbarn sind. Das wird jetzt einfach mal spontan platziert. Da ist schon belegt, da sagt er uns nö. Aber hier müsste noch was hin. Setze ich noch einer hin. Dann hier unten um die Ecke. Wenn es da möglich wäre. Komm schon. Da. Oder hier? Ja. Das ist soweit noch in Ordnung. Und wie gesagt, ich werde noch Buslinien setzen. Und dann hat sich das ja sowieso. Hier sind natürlich noch gar keine Gesetze. Deswegen kann es da noch gar nichts geben. Hier kommt was hin und dann kommt da was hin. Wir sehen schon, wir brauchen davon deutlich weniger als eben von den Grundschulen. Kennen wir ja schon soweit. Aber hier müsste noch irgendwo was hin. Da. Da wäre hier oben nicht wirklich was abgedeckt, aber hier will ich nicht unbedingt was anderes platzieren, außer eben Wohnungen. Wohnhäuser, deswegen belasse ich das einfach mal so. Hier, das könnt ihr eben mit Bussen oder eben zu Fuß noch abdecken. Würde ich jetzt einfach mal meine Universität haben wir da hinten. Werden wir eben so handhaben, dass die mit Bussen darüber fahren oder eben später mit einer U-Bahn-Station, die bis hier hingeht. Weil hier oben will ich an sich keine U-Bahn hinhaben. Und dann sollte das soweit auch wieder passen. Jetzt können wir hier schon mal vorsorglich eine Buslinie platzieren. Oder wir schauen mal kurz nach dem Strom. Also hier wäre das schon ganz gut vernetzt. Und dann werde ich einfach mal ein paar kleine Parks dazwischen hauen, damit wir hier schon mal ein Grundnetz haben und die Erzindustrie ist wirklich ganz gut angesiedelt. Da schauen wir aber gleich nochmal nach. Strom, oh, Strom geht langsam wirklich an die Grenze, wo wir uns Sorgen machen müssten. Ich setze mal auf 89%. Oh Gott, das ist viel zu viel. Okay, der Staudamm hatte noch ordentliche Reserven und wir könnten das Budget ja sowieso noch anheben bis 150%. Also um Strom müssen wir uns weiterhin keine Gedanken machen. Allerdings um die Abwasserentsorgung. Da werde ich jetzt gleich mal was platzieren und zwar hier hinten. Das war ja schon beim letzten Mal etwas, ja, weiter weg vom Rest. Aber warum wir noch so viel Wasser über haben, das habe ich doch letztens auf in etwa eine Stelle gesetzt. Hä? Abwasserklärung, das ist gerade in den Keller gegangen. Hm? Das war doch gerade eben noch hier, warum hat sich das verschlechtert? Ich baue einfach nochmal ein paar, mal schauen. Das ist doch Abwasser. Wasseraufbereitungsanlage, ja, soweit richtig. Ich setze einfach gerade nochmal ein paar, puh, wer weiß. Strom bekommen die ja von sich selbst und das Rohr, das verbindet ja auch soweit. Wir sehen ja, die sind ja aktiv. Ah, jetzt tut sich da was. Wir sind wieder im grünen Bereich und das eben mehr als gut. Jetzt können wir noch einmal Wasser ansetzen. Da wollte ich auch eigentlich mal die großen hinbauen, nicht immer nur diese kleinen hier hinten. Und das eben überwiegend. Eins haben wir ja schon. Sieht aus wie ein Transistor. So, Strom bekommt's gleich. Und das ist wirklich ein Transistor. So schaut's zumindest aus. Und Geld geht gerade ordentlich zurück. Kostet das Zeug so viel? Wasser und Abwasser? Ist ja an sich eins. Nee, ist nicht eins. Ist doch eins. Puh, ja. Also Müllentsorgung und Gesundheitsversorgung vor allem. Die kosten noch am meisten. Und die Aufbereitung von Parks, das ist wirklich das Geringste. Und, oh, Züge, 40.000 fast. Und Busse, obwohl die auf 150% sind, nur 4.300. Mann, aber wir sind schon wieder im grünen Bereich. Gut. Oh, das Geräusch hat mir gefallen. Nochmal bitte, Achtung, zuhören. Also, weitergespielt. Wir haben zwar gespielt mit dem Spiel, aber wir spielen weiter. Denen fehlt es an Leuten. Brauchen die eben doch eine U-Bahn-Station, weil die haben alle Arbeitermangel? Oder ist einfach das, was wir angesetzt haben, obwohl wir hatten ja eine Nachfrage, ansonsten wären die hier nicht eingezogen.
Ja, die ziehen eben auch teilweise wieder aus, weil die nicht genügend Leute haben. Problemkind Nummer 3, wer weiß, wer weiß. Ich wollte noch Buslinien setzen, aber die Folge hat schon wieder ein Ende. Und wir machen damit einfach in der nächsten weiter. Es gibt wieder weiter viel zu tun. Wer hätte schon, hat eigentlich einer von euch gedacht, bei Folge 60, ach, dem fällt doch eh nichts mehr ein. Alles nur der gleiche Scheiß, ja an sich schon. Wir bauen die Stadt weiter aus, aber mit immer neuen Gedanken. Und jetzt, bei über 100 Folgen, geht es immerhin noch weiter, stetig weiter. Und beim nächsten Mal auch. Und bis dahin, macht's gut und ciao, tschüss.